Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute zocken wir Marvel vs. Capcom Infinite weiter. Und wir schauen mal, wer im Endeffekt noch übergeblieben ist. Und ich würde sagen, wir nehmen direkt die beiden hier oben, oder? Nicht lang schnacken, machen wir einfach. Wir bringen ein bisschen Farbe mit rein. Ja doch, passt irgendwie ein bisschen besser. Genau. Und dann gucken wir einfach mal. Aber Frank West wird auch gerne von den Gegnern und so ausgewählt, ne? Irgendwie stoßen wir oft auf den, finde ich. Also ich bin gespannt, ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht. Ich hatte die letzten Fights heute Vormittag. Jetzt werden wir direkt nochmal reinklotzen. Mal gucken. Man weiß es ja, man hat ja die Kämpfer oder Kämpferin, mit denen man denkt, dass man überhaupt nicht klarkommt, so mit zum Schluss reingepackt. Ja, verdammt. Das hat jetzt eher nicht so gesessen, weil es natürlich daneben gegangen ist. Ich meine, das passt jetzt hier zwar nicht rein und das kommt auch ein bisschen spät, glaube ich. Aber ich habe vorhin noch den Mortal Kombat Film, den neuen, geguckt. Von 2021 logischerweise. Ich fand den ganz okay. So, ne? Gut, ich kenne mich mit Mortal Kombat jetzt eher weniger aus. Aber ich muss sagen, das, was ich da so gesehen habe, das ging schon klar, ne? Natürlich kann das mit Sachen wie The Raid oder so nicht mithalten. Und auch ein John Wick war hier und da ein bisschen, ja, ich würde sagen, fast ein bisschen krasser. Aber trotzdem war das schon in Ordnung. Das war im Prinzip sowas in der Art, was ich mir auch schon vorgestellt habe, was da kommen wird. So, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so ein AAA-Blockbuster ist, der jetzt alles neu erfindet im Kino und so. Aber hier und da, so muss ich sagen, die Outfits waren ganz cool und einige CGI-Effekte waren auch ganz nett, ne? Hier und da ein bisschen was ein bisschen crabby ist und ganz sicher nicht die besten Schauspieler der Welt, beziehungsweise Schauspielerin, aber das war schon in Ordnung. Also, da wurde jetzt ein bisschen viel drauf rumgehatet auf dem Film, finde ich. Also, ich fand, das war schon fast solide. Games-Verfilmungen sind ja bekanntlich immer wieder ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, den kann man sich schon für so einen gemütlichen Filmeabend, sag ich mal, so ein, wenn man sich dazu vielleicht ein Bierchen aufmacht, ich trinke ja eher weniger Alkohol, aber so, da muss man sich so ein bisschen drauf einlassen und dann geht das schon alles. Ist ein bisschen trashy, ne? Edeltrash oder so, könnte man vielleicht dazu auch sagen. Aber ja, wenn man was richtig Krasses haben will oder so, dann sollte man sich vielleicht Inception oder oder so angucken. Oder, ne, kommt auch immer drauf an, was man erwartet, ne? Das sage ich ja immer wieder ganz gerne. Und ich habe so ungefähr sowas habe ich erwartet, ne? Aber wie gesagt, ich kenne mich auch nicht sonderlich gut aus mit Mortal Kombat, ne? Das muss man dazu sagen. Keine Ahnung. Ich habe den Film von 95 oder 96 oder so ist der andere. Den habe ich auch nicht gesehen. Vielleicht ist der ja auch ganz gut oder so. Viele haben ja gesagt, glaube ich, dass der so einigermaßen, der ist zwar auch trashy, aber auch so ein Liebhaberding irgendwie geworden, glaube ich. So, bam. Komm, holen wir hier auch nochmal den Kleinen rein. Der war nicht verkehrt. Das war schon ganz cool. Dieser Move, der erinnert auch wirklich an alte 90er-Spiele oder 80er. Ich weiß ja gar nicht, von wann der Typ hier ist. Den kenne ich nicht, aber irgendwie erinnert das so ein bisschen an alte Zeiten, dieser eine Move. Ich weiß nicht warum, aber okay, los. Weg mit ihm. Schöne Sache. Mit diesem Einkaufswagen. Der Typ wirkt so ein bisschen wie aus, war es Dead Rising? Ich glaube, Dead Rising war diese Zombie-Apokalypsen-Nummer da, ne? Die war auch ein bisschen strange, muss ich sagen. Ja, komm. Ich komme irgendwie nicht an Dr. Strange so richtig ran. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt. Ja, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Ich komme einfach nicht richtig an ihn ran. Ich muss hier ein bisschen mehr Schwung reinholen. Am besten auch beide. Oh, jetzt geht das hier wieder los, ja. Also trotzdem nichts mehr. Ah, nein, doch nicht. Weil das Auge wird wie Yu-Gi-Oh, ne? Wie ganz das Auge. Aha, verdammt, hat er mich unterbrochen. Ey, vor allen Dingen, wie lange dieser Kasten noch hält, ne?
Oh Gott. Wenn das so weitergeht, kriegen wir hier ganz schön auf die Mütze. Komm, spring rein. Gott. Mit Dr. Strange haben wir gerade richtig hart Probleme gehabt. Also der andere ging noch, muss ich sagen. Der Ghost Rider. Da hatten wir anfangs nur so ein bisschen... Ey, aber das muss doch irgendwie so ein Adventure oder sowas sein, ne? Auch mit Schlüssel holen und so. Sieht wirklich aus wie ein Spiel, auf das ich Bock haben könnte. Ich vergesse immer, dass man hier noch mit X bestätigen muss. Erst lädt er sich zu Tode und dann muss man auch noch mit X bestätigen. So, die nächsten sind die Marvel-Helden Hawkeye und Captain America. Captain America ist ja bekanntlich so ein bisschen, ja, wie so ein Flummi unterwegs. Das kann schon relativ nervig sein und er hier mit seinen Pfeilen. Da müssen wir auch gleich einnorden, den Typen. Ich weiß doch, wo sie sich damals über Hawkeye so lustig gemacht haben. Machen sie ja teilweise immer noch. Ich fand Hawkeye immer sehr, sehr, ja... War zwar jetzt nicht mein Lieblingsheld so, aber ich fand immer, also ich habe den schon akzeptiert so, dass der ein bisschen was drauf hat. Währenddessen habe ich ihn jetzt hier mal eben zerstört. Nein, aber das war ja auch mit Black Widow so, dass die dann auch immer so runtergemacht wurde und also ich fand das ging immer. Gut, Hawkeye wird ein bisschen blöd eingeführt im Thor-Film, also das war nix, wie er da seine erste Szene hat, also das fand ich ziemlich lame. Aber trotzdem, so wie sie ihn nachher auch gezeigt haben, gut, kam vielleicht auch wieder nicht gut an, dass er nachher so ein Ronin wird oder wie er sich da bezeichnet, als ein Samurai, schon fast, bei Endgame. Aber trotzdem, schon ganz nett. Kann man machen. Zieh ab. Ich frag mich ja, aus welchem Spiel er ist. Erinnert ja auch so... ein wenig an Resident Evil. So. Dazu kann man vielleicht sagen, dass ich heute Resident Evil... ich habe mich dazu entschieden, heute mit Resident Evil 8 anzufangen. Mal gucken, ob es was wird. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst, dass das mit Resident Evil 7 dann nicht so richtig mithalten kann. Na, ich habe ja immer so bekanntlich meine Games, so Far Cry 3 fand ich damals richtig geil. Und seitdem aber nicht mehr wirklich in irgendwie Far Cry-Spiele zwar so ein bisschen reingeguckt, aber nie so wirklich mit warm geworden. Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry 5, glaube ich, habe ich auch noch kurz reingezockt. Weil es hat irgendwie nicht so sollen sein. Das war alles irgendwie nur ein Abklatsch von Wars und so damals, fand ich. Wahrscheinlich, ich habe ja zu wenig gezockt, also zu wenig Far Cry-Titel gezockt, um mir da wirklich ein Bild zu machen, ob die jetzt wirklich nur abklatscht sind oder ob die richtig was können. Aber sie konnten mich halt nicht so richtig fesseln. Oh Gott, aua, aua, aua. Ich habe damals mit Til Schweiger den Far Cry Film geguckt. Oh Gott, da habe ich damals schon erkannt, so, das war ja 2008, als der rauskam. Da habe ich sehr viele Filme, also das war so meine Zeit, wo ich so angefangen habe, recht viele Filme zu gucken. Und vorher hat man sich immer mal so ein bisschen dafür interessiert, so. Aber dann habe ich es wirklich drauf angelegt und wirklich viele Filme versucht zu gucken. Und Far Cry, der Far Cry-Film ist echt crap. Das ist richtig, das ist Trash, ne? Also nicht Mortal Kombat ist Trash, sondern das ist Trash. So, damit haben wir auch Ryu und Chun-Li platt gemacht. Also die versuchen ja wirklich auch so ein bisschen drauf zu achten, wer hier genau zueinander passt, ne? Also wenn man das mal durchgeht, ne, sind dann wirklich alle Fighter, die man hier hat, zusammengehörig? Also gibt es hier immer zwei Fighter aus einem Game? Also erstmal abgesehen von den Marvel-Charakteren, sondern bei den Capcom-Charakteren. Gehören da immer zwei Mann wirklich zusammen? Ich meine, gut, bei den Marvel-Charakteren gehören wahrscheinlich auch immer zwei Mann zusammen. Aber ich habe da jetzt nicht so den Überblick bei den Capcom-Charakteren, beziehungsweise habe es jetzt auch nicht so hundertprozentig drauf angelegt. Ne? Bei Marvel habe ich nochmal versucht, so ein bisschen drauf zu achten. Ist mir auch eher weniger gelungen, aber... Komm, steh auf. Ja. Jetzt komm. Einfach dranne bleiben. Ah, shit. Da ist er mir entfleucht. Ich mag es ja lieber, wenn er rechts vor mir steht, als wenn ich nach links müsste. Ja, komm. Gut. Drauf.
Zack, der kleine Mann macht ihn hier platt. Ja, schade. West hat ein bisschen kassiert, sonst hätte ich gesagt. Ja, jetzt habe ich auch hochgeguckt, jetzt funktioniert sowieso nicht mehr. Ja, ich stehe hinter ihm und nehme trotzdem Schaden, das ist ja auch toll. Und dann macht er den Move einfach nochmal. Vor allem kostet ihm das auch irgendwie keine Power so richtig. Achso, stimmt. Hat ja Nova auch noch. Ich habe irgendwie gedacht, wir wären schon ein Level weiter, wo Ultron alleine gegen uns antritt. Ich finde es ja ganz cool mit seinem Golfschläger, wenn er den hier mal rausholt oder er hier mit dem Schwert. Das habe ich ja damals bei den One Piece-Dingern immer schon gesagt, bei dem PlayStation 1-Spiel mit One Piece. Ich finde das immer am besten, wenn Charaktere, wenn man mit Charakteren zockt, die irgendwie was in der Hand haben, so ein Schwert oder sowas, oder eben Baseballschläger, Golfschläger, was auch immer. Ja, komm, jetzt war's das immer mit dir hier, Bro. Das gibt's nicht, ey. Wow. Der Nova geht hier echt ab. Da bin ich auch gespannt, inwiefern man Nova nochmal bei den Marvel-Filmen sehen wird. Denn es kommt ja bekanntlich Captain Marvel 2 raus. Es dauert allerdings noch ein paar... Naja, dauert es noch 2 Jahre? 1 Jahr? 2 Jahre? Und die hat ja, glaube ich, auch mit dem Nova Core da irgendwie ein bisschen was zu tun, oder? Mit diesem Captain Nova oder so? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich nachher nicht mehr weit genug drin. Ich habe auch früher, weißt du, ich habe Batman geguckt, das ist auch noch DC, weißt du? Und Superman und dann, ja, hat man halt auf Marvels Seite dann irgendwie Spider-Man geguckt oder so. Komm, dranne bleiben, richtig schön in die Ecke dreschen hier. Verdammt, ist er wieder raus, aber dann fahren wir ihn doch als Kanon. Dieser Power-Move ist schon sehr lustig, auch dass der Einkaufswagen dann da im Endeffekt nachher noch rumliegt. Okay, ja, komm. Ja, komm, gib ihm einfach. Alter, das ist richtig gut. Ich bin dann immer so erstaunt, wenn meine Attacke, mein Special-Move gerade vorbei ist und wir einfach nichts mehr machen, aber der Gegner noch steht und dann selber zuhaut, weißt du? Da rechne ich immer nicht so richtig mit. Nein, shit, jetzt, komm. Richtig, den Wrestling-Move hat er ja auch noch drauf. Nicht verkehrt. Und sein Homie kommt wieder an. Haben wir eigentlich schon mal mit West das Ding mit dem anderen Typi, wie hieß er überhaupt? Mit unserem Ritter haben wir mit dem das Match hier schon mal. Arthur, King Arthur wahrscheinlich, wa? Vielleicht sollten wir mit ihm nochmal das Match beenden. Oh, ja stimmt. Jetzt kommt ja schon Ultron Omega. Mit ihm sind wir, oder mit den beiden sind wir auch einigermaßen gut durchgekommen, muss ich sagen. Das erwartet man hinten raus gar nicht so mit den Fightern, ne? Das ist ganz gut, dass wir Nemesis schon durchgebracht haben. Weil bei dem habe ich eigentlich auch erwartet, dass das ein wenig tricky wird. Komm direkt mit dem Einkaufswagen da reinhalten. Oh nein, aua. Jetzt. Einfach draufbleiben. Ja, komm. Gar kein Problem. Verteidigung ein bisschen bearbeiten. Und dann würde ich auch sagen, direkt wieder den Special in die Fresse. So langsam habe ich so ein bisschen raus, oder? Also jedenfalls vermute ich. Wow. Dass ich es einigermaßen raus habe. Ja, genau, einfach mit beiden drauf. Das ist doch super. Also man bearbeitet immer locker, flockig so ein bisschen die Verteidigung hier. Gut, dann kommt hier nochmal ab und zu so ein Robotop. Toppen hier. Ja, oh, verdammt. Na ja, gut. Wenn sie denn noch den Special blocken, dann ist scheiße. Aber das könnte. Ah, oh, verdammt, das war's noch nicht. Er hat noch ein bisschen. Oh nein. Und wenn die dann noch mit irgendwelchen Solarstrahlen und so in die Ecke kommt. Oh nein, und ich springe auch noch rein. Gut. Das ist es dann gewesen. So, einfach nochmal mit beiden reinhalten hier in die Nummer. Hat er doch wieder Energie dazu gewonnen, ne? Wenn man jetzt mal so guckt, ich hatte ihn doch schon weiter runter, oder nicht? Oder bin ich da jetzt ein bisschen blöde? So. Dann hier ihn hier wieder bearbeiten. Anscheinend bin ich die Runde ein bisschen schlechter, oder womit hat das zu tun, dass er manchmal nur 2 Roboter und manchmal einen schickt? Shit. Da haben wir uns gegenseitig so ein bisschen ausgedödelt hier aus der Nummer. Komm her.
Ah, verdammt. Ah, nein, diese blöden Dinger hier, ey. Verdammt. Ja, komm, bearbeite ihn. Ah, ich mag das nicht, ey. Das ist so blöde, wenn er da irgendwie nach hinten geht. Umso länger wir mit den Robotern da fighten, umso mehr Energie bekommt er irgendwie dazu. So, jetzt dreschen wir einfach mal mit beiden hier. Oh nein, und er geht in die... Ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht, dass er sich dann einfach in die Verteidigungsposition hier irgendwie begibt. Ich muss da mal ein bisschen... Ich vergesse das auch immer, darauf zu achten, ob er wirklich dann... sich Energie dazu holt. Achso, wow. Den habe ich gar nicht gesehen, den Typen. Ich habe gedacht, wir hätten die schon weggedroschen. So, nochmal rein in die Nummer. Oh, oh. Ja gut, das mit dem Kasten ist immer ganz praktisch, wenn du in der Nähe vom Gegner bist, ne? Dann kannst du trotzdem noch Schaden machen. Ja, verdammt, jetzt kommt hier noch so ein Roboter rein. Also langsam tun wir uns wirklich ein bisschen schwer, muss ich sagen. Wow. Da kommen wir noch aus dem Kasten raus und es bringt nichts. Ja, verdammt. Jetzt komm. Das gibt's nicht, da blockt er das. Ich weiß nicht, warum ich mich hier in dieser Runde wieder so schwer tue mit dem Gegner. Also es ist wirklich sehr interessant, dass ich ihn manchmal so easy peasy wegholze, so, weißt, und dann komme ich irgendwie überhaupt nicht klar mit ihm. Jetzt müssen wir einfach wieder mal so ein bisschen versuchen, mit beiden drauf zu dreschen, aber es ist immer das gleiche. Er geht wieder schön in die Verteidigungsposition. Sehr ärgerlich. Ja, komm. Ja, das zieht er einfach zu wenig ab. Oh, shit. Jetzt komm. Komm mal drauf. Nee, kannst vergessen. Komm da einfach. Ich krieg gegen ihn nicht so richtig gut. Das zieht auch alles nicht so wirklich was ab. Das gibt's nicht. Wow, wow. Nicht gut. Autsch. Also, ich tue mich wirklich schwer gerade. Ich merke das jetzt. Also, das wird... vielleicht sogar nach hinten losgehen. Dafür, dass wir am Anfang so gut mit dem unterwegs waren. Ja, jetzt kommt er hier wieder. Das gibt's nicht. Wir stehen direkt vor ihm und treffen mit unseren Schlägen einfach nicht. So, das war gut. Und wieder rein da. So, und dann kommt so ein Mist natürlich noch dazu. Ärgerlich. So, ah, da drischt er mich wieder weg. Komm, weiterhin drauf. Komm schon. Jetzt müssen wir hier wirklich nochmal... ja, verdammt. Alles geben. Einfach um ganz sicher zu gehen, dass wir ihn hier wirklich platt machen. Und nicht auf dem letzten Meter hier nochmal eben kassieren. Komm schon. Auf. Immer drauf. Jetzt müssen wir hier zu zweit wirklich die Reißleine ziehen. Wir müssen einfach... es ist so mies. Komm, komm, das gibt's nicht, wie er mich jetzt hier mit aller Kraft von sich wegdrückt. Aber hinten raus wird's wirklich schwerer, oder? Also ich meine, der hat mich doch mehr und mehr angegriffen. Das ist mir vorher immer gar nicht so krass aufgefallen. Da habe ich mir nur so gedacht, okay, er verteidigt schon richtig hart, aber... na gut, damit haben wir auch die beiden durch, Arthur und Frank West. Fürs Erste ist es das wieder gewesen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sag ich einfach mal ciao.